Nico Rosberg ist da und Wiesbaden aus dem Häuschen, umringt von Hunderten von Fans und Presseleuten. Der neue Formel-1-Weltmeister lässt sich in seiner Geburtsstadt feiern. Erste Landung jetzt hier in Europa zurück von Abu Dhabi. Haben wir gedacht, ja, wäre doch mal cool, in Wiesbaden nochmal schnell vorbeizuschauen, um euch auch alle zu sehen und dann auf dem Weg nach Hause, ja, also hier nochmal vorbeizukommen mit meiner ganzen Familie. Die sind auch noch dabei hier heute. Und das freut mich einfach, weil ich möchte diese Zeit jetzt so viel genießen wie möglich. Ja, das ist ein Riesenereignis für mich gewesen. Ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist. Der Weltmeister sichtlich gezeichnet, aber locker, lässig in Lederjacke, Jeans und Pullover. Seit dem Erfolg am Sonntag in Abu Dhabi hat er in einer Tour durchgefeiert. Ich muss mich entschuldigen, ich bin nicht bei 100% gerade. Ich bin vielleicht nur bei 40%, aber ich gebe mir Mühe. Nicht viel geschlafen in letzter Zeit und auch schon, ich war gestern in Kuala Lumpur, ja, in Malaysia. Und auch da Wahnsinn, also unglaublich, wie viele Menschen da mit mir dann zusammen gefeiert haben. Ja, so ganz Petronas, Tausende. Wirklich, ist so schön zu sehen, richtig emotional auch schon. Bei Oberbürgermeister Gehrig hatte sich Rosberg quasi selber eingeladen. Zeitgemäß, wie er das nennt, per Facebook. Und in seiner Euphorie bekam auch der Bundespräsident gleich eine Facebook-Message. Habe ich auch noch gemacht, ja. Aber der, ja, ich dachte mir, wenn es mit Sven so schnell geklappt hat, vielleicht funktioniert es mit dem Herrn Bundespräsident Gauck auch noch so schnell. Aber er ist dann leider doch nicht hier, ist meine letzte Info gewesen. Kommt erst morgen. Also das wird dann leider nicht klappen. Echt schade. Hätte ich auch noch sehr, sehr gerne getroffen. Formel-1-Weltmeister. Mehr als 10 Jahre hatte er darauf hingearbeitet. Und kurz vor dem Ziel drohte der ungeliebte Teamkollege Lewis Hamilton noch alles zu verhindern. Hamilton fuhr extra langsam, damit die Konkurrenz Rosberg überholen könnte. Ich wusste auch nicht, wie weit treibt er das. Dreht er komplett durch und versucht mich von der Strecke? Oder man weiß es ja nicht, ja? Wie weit geht's? Ich sehe ja, was er macht, was er versucht. Mit allen Mitteln, ja. Und deswegen, es war schon heftig, dann die letzten 2 Runden, ja. Weil ich sehe die 2 Autos hinter mir und ich weiß, wenn ich einen ganz kleinen Fehler mache, dann sind die beiden vorbei und es ist vorbei. Die ganze Arbeit vom ganzen Jahr, von der ganzen Saison in diesen 2 Runden. Weltmeister werden rumgereicht. Für Rosberg stehen weiter bewegte und ereignisreiche Tage an. Der Höhepunkt erfolgt in Wien am Freitag. Dann erhält Rosberg den WM-Pokal. Darauf freue er sich am meisten und dann auf Weihnachten.